Bob Müller ist gerne im Internet unterwegs, postet Kommentare, benutzt den Like-Button und kommentiert per Hashtag über Twitter. Bob ist aber kein echter Mensch, sondern ein Social-Bot, der auf sozialen Medienplattformen als User erscheint und auf Kommentare antwortet. Bob wird durch Mr. X programmiert, einer von vielen Entwicklern, der im Hintergrund bleibt und Social-Bots für andere zur Verfügung stellt, die verschiedene Interessen verfolgen. Dabei hat Bob drei Hauptaufgaben. Erstens, Bob soll Websites so stark überlasten, dass die eigentlichen Inhalte untergehen und nicht mehr erreichbar sind. Zweitens, er soll sich mit vielen anderen Bots unterhalten, wodurch die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf ein Fake-Thema gerichtet wird, um einen falschen Trend zu setzen. Drittens, als Internet-Troll verwickelt er einzelne Nutzer in sinnlose zeitraubende Diskussionen, häufig auch mit beleidigenden Äußerungen. Auch in der politisch-gesellschaftlichen Atmosphäre haben Social Bots negative Auswirkungen. Die politische Debattenkultur verändert sich. Knappe Wahlprognosen können gesteuert werden und beeinflussen die Wähler. Verschiedene Institutionen arbeiten gemeinsam am Gegenprogramm, um die Netzpropaganda einzuschränken und so Manipulationen entgegenzuwirken.